Pia Sundstedt, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der VD Mountainbike Trend Schwarzwald 2011. Das war eine klare Sache dieses Jahr, ne? Ja, also heute habe ich mich überraschend gut gefühlt. Also ich konnte mit den Männern, also in der zweiten oder dritten Gruppe immer mitfahren und ich habe mich echt gut gefühlt. Ich bin ein bisschen überrascht auch. Du hast jede Etappe souverän gewonnen. Hättest du dir ein bisschen mehr Gegenwehr von der Konkurrenz erwartet? Schon, also ich habe schon gedacht, dass Milena ein bisschen stärker ist, aber halt, ja, jetzt dieses Jahr bin ich einfach so gut gefahren. Ich weiß auch nicht warum. Und die Trans-Schwarzwald hat man dieses Jahr verkürzt von 7 Etappen letztes Jahr auf 5 Etappen dieses Jahr. Kommt dir das entgegen oder wärst du gern wieder 7 Etappen gefahren wie im letzten Jahr? Nein, ich finde 5 Tage sind echt gut. Also 7 Tage, das ist einfach zu viel, auch für die Hobbyfahrer. Die müssen dann auch eine Woche frei nehmen. Jetzt müssen sie nur 3 Tage frei nehmen. Und ja, also 5 Tage, da ist man schon müde, aber man ist nicht kaputt. Für dich war die Trans-Schwarzwald die Vorbereitung für die WM in Val d'Isole. Was rechnest du dir da aus? Die WM auf der Straße werde ich fahren im September. Mountainbiken und Marathons, das ist echt ein gutes Training, weil du kriegst so eine Kraftausdauer, was man nicht auf der Straße kriegt. Dann toi 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 und herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Danke.